Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Perfect World. Ja, wir sind immer noch hier, Level 3. Wir haben uns in der letzten Folge ein bisschen ausrüsten lassen von den netten Händlern hier. Und jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hin müssen. Wir müssen zu Sekron Shien. Dieses Auto-Routing, das finde ich echt super. Vor allen Dingen, wenn man als Anfänger wie ich nicht unbedingt weiß, wo man jetzt hin muss. Ich fühle mich schon gleich viel stärker. Oh Gott, was kriegt man denn hier? Das ist eine Sense, ein Säbel, Doppelschwerter, Seelenkugel, ein Dolch, ein Bogen. Ich denke mal, den Bogen müssen wir nehmen. Politiker, Schwert und eine Doppelaxt. Äxte. Dann halt den Bogen. Ne, ist ja klar. Können wir uns den Bogen auch gleich nochmal angucken? Das ist... Also den wir haben, ist ein ganz normaler hölzerner Bogen. Und das ist ein... Politikerbogen. Wie sieht der aus? Boah, ein bisschen größer, ein bisschen luxuriöser. Aber noch nicht so gut wie dem im Charaktererstellungsmenü. Aber da kommen wir sicherlich irgendwann auch nochmal hin. So, was hast du denn jetzt noch für eine Quest für uns? Ich sehe doch, dass du da noch eine hast. Ein neuer Versuch. Mein Bauchgefühl hatte mal wieder recht. Na dann. Benötigt Monster Düsterwolf Vorhaut. Dann... Vorhaut. The fuck? Was ist nicht mit dem Spiel richtig? Es sei denn, ich habe nur so perverse Andeutungen dann danach, aber ich hoffe mal nicht. So, wo haben wir denn die Düsterwölfe? Ach, die werden hier oben auf der Minikarte auch angezeigt. Cool. Da oben sind sie, ich sehe sie schon. Ich brauche da nicht mehr. Sind das die Düsterwölfe? Anscheinend, ne? Dann gehen wir dem Masaurus. So, alles aufsammeln, was die hier haben. Warte mal. Wir konnten doch auch mit F2 konnten wir so aufsammeln, ne? Genau. Vielleicht sollten wir das mal umpacken auf... Können wir das da nicht hinpacken? Ne? Wo können wir das denn da nicht hinpacken? Weil das gesperrt ist wahrscheinlich, ne? Ah, seht ihr mal an. Was ist das hier für ein Dings? Genaues Zielen. Was machst du denn? Wir müssen mal kurz angucken. Aufladen, genaues Zielen. Wow. Das ist schon krass. Aber ich würde gerne trotzdem die drei dahin haben. Weil ich dann, wenn ich angegriffen habe, mit der zweiten Taste aufsammeln möchte. Genau. Und dann möchte ich hier wieder ein Schloss haben und dann geht das. Wunderbar. Da würde ich sagen, los geht's. Wir brauchen noch ein paar Vorhäute. Heute. Bin ich überhaupt richtig, sag mal? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich hier nicht wirklich richtig bin. Staubaffe. Lol. Hier gibt es echt coole Viecher. Das muss doch hier sein, oder? Die Düsterwölfe, sag mal. Ach, hier oben sind Düsterwölfe. Ey, ich sehe schon. Ich sehe schon. Düsterwolf Vorhaut. Oh mein Gott. Ich sehe es jetzt erst. Nicht Vorhaut, sondern Vorhut. Ich habe mal wieder pervers gedacht. Oh nein. Aber das gibt's doch nicht. Das ist echt peinlich. Aber da liegt was. Okay, dann besiegen wir mal die Vorhut, würde ich sagen. Eieiei. Ich hoffe, das gucken nicht so viele Leute. Das ist ein bisschen peinlich, muss ich ehrlich sagen. Ja, Gulliver, wie kannst du denn auch Vorhaut daraus lesen und nicht Vorhut? Ist doch eindeutig. Ja, eigentlich schon. Habt ihr wahrscheinlich dann noch recht. Ja, wir haben die Quest somit dann auch fertig schon. Krass. Wie viel Gold haben... Ist das überhaupt Gold, was hier gerechnet wird? Haben wir denn? Münzen fallen lassen? LOL.
Das erste Spiel, wo man Münzen fallen lassen kann. Ich weiß mal nicht, warum das gut ist, aber... LOL. Und das, was wir aufgesammelt haben, was ist das? Ah, guck mal, da kriegen wir 40... Was ist das? Gold? Münzen. Das sind ganz einfach, schlicht und einfach Münzen. Okay. Das heißt, wir haben 72 Münzen, kriegen hier für 40 Münzen. Alles klar, hab's kapiert. Fett. Preis 60. Öl der niedrigsten Stufe wird zur Herstellung der Ausrüstung erforderlich. Schau mal da. Zerlumptes Fell. Leichter Haltrank. Ich denke mal so, ich muss später mal gucken, was wir da gebrauchen können und was nicht. Wo müssen wir denn hin? Älterer Schreiber müssen wir hin. Aber der hat auch noch was für uns, glaube ich. Quests? Nee, der hat noch diese 10 Millionen. Mehr hat er nicht. Okay. Ich muss einmal zum älterer Schreiber. Wo bist du? Da bist du. Das hast mir schon fast gedacht. Ein neuer Versuch zu euren Diensten. Yes, Level 4. Kriegen wir eigentlich auch Skillpunkte irgendwo oder so? Ich gehe mal davon aus, ne? Ah, guck mal, hier unten blinkt was auf. Quests. Quests finden. Lol, es gibt sogar eine Kategorie, wo man Quests finden kann. Das ist interessant. Vorurteile ablegen. Ich werde es versuchen. Was ist das? Wave? Wer ist denn Wave? Egal. Sammelt... Nee, Quatsch. Was müssen wir da machen? Hi. Oh! Ist das süß! Oh mein Gott, ich liebe dieses Spiel. Ach, hier können wir gleich die nächste annehmen, okay. Abgebe sogar. So, benötigt Monster Ferosaur und Furisaur. Alles klar, dann würde ich mal sagen, Auto bewegen und in der Zeit können wir mal gucken, wo die sind. Die sind da hinten irgendwo. Ich glaube, ich werde... Weil ich ja diesen Let's Play-Charakter, hoppala, nicht die ganze Zeit spielen kann, damit ich auch, nicht euch davon spiele und hinterher, ja, hä? Du bist schon ein paar Level weiter und du bist aber bei der und der Folge erst. Werde ich wahrscheinlich in der Zeit, wo ich nicht spiele, mit dem Let's Play-Charakter, selber mir einen anderen Charakter anlegen, wahrscheinlich den Wizard da. Und werde den mal ausprobieren. Und vielleicht kann ich in der Zeit auch mal ein bisschen über das Spiel was lernen. Damit ich nicht gleich am Anfang so ein Noobie bin, sag ich mal, ne? Ich denke mal, das ist eine gute Idee. So, dann sammeln wir mal das... Doch mal dann, nein, ist keine gute Idee. Okay, dann nicht. Ich muss ehrlich sagen, dafür, dass das Spiel schon so alt ist, ist das echt eine gute Grafik. Und es macht unheimlich Spaß. Ich möchte eigentlich gar nicht aufhören zu spielen. Vor allem nicht mit dem Let's Play-Charakter hier. Aber nach der Folge muss ich leider erstmal aufhören und die Videos auch bearbeiten. Das ist nun mal leider die Kehrseite davon. Aber ich glaube, ich habe mich richtig entschieden, dass ich einen Archer genommen habe. Und kein Wizard als Let's Play-Charakter. Man kann ja eventuell im Let's Play, wenn ich den Wizard dann, ich sag mal, etwas länger gespielt habe, auch mal öfter mal besuchen. So dass halt, ja, man da ab und zu mal vorbeiguckt, mal guckt, wie weit er ist. Und ja, auch ein bisschen da was machen. Aber das liegt dann ganz an euch, wenn ihr das unbedingt sehen wollt, dann kann ich das auch, bestimmt in Erwägung ziehen. Was haben wir denn da hinten? Eine Frucht, die wir einsammeln könnten. Aber wir können da nichts machen. Nee. Okay, dann können wir jetzt hier die Quest abgeben. Ich habe eben auch noch eine andere Quest geschafft anscheinend. Und dann bewegen wir uns mal zum Älteren, würde ich sagen, zurück. Derzeit können wir hier mal gucken, ob wir hier was finden. Altar von Corona. Alles klar, zwar nicht mit C geschrieben, aber ich habe auch jeden Tag ein Altar, wo
Original Corona steht, mit aber mit C. Nein, Quatsch. Ach ja. Ich finde es ja allein schon cool, dass man springen kann, was nicht viele MMOs haben. Besonders ältere nicht. Und dass halt, ich sag mal, hier zum Beispiel man so einen Hügel hochrennen oder springen kann und da keine Wand ist oder so. Finde ich echt super. Vor allem, dass man auch fliegen kann, ist richtig cool. Ja. Hier haben wir den Älteren. Da können wir erstmal die Quests abgeben. Hallöchen. Was geht ab? Wahrscheinlich nicht viel. Level 5. Und auf der Spur der Bestie. Alles klar. Jetzt gucken wir mal kurz, wo die Bestie zu finden ist. In der Zeit kann ich, wenn ich da hinrenne... Ach, der ist hier in der Nähe. Mal die Skills gleich durchgucken. Quests hatten wir. Wo sind denn die Skills? Das ist der Charakter. Ah, guck mal. Können wir da selber was verteilen? Wir haben 20 Punkte und die können wir selber verteilen in Wit. STR, also Stärke. Warte mal, Wit ist... Erhöht eure Erholungsrate von Gesundheit und Mana. Physische und magische Verteidigung. Euer Erholungsrate wird im Kampf auf 25% verringert, aber wird beim Meditieren verdoppelt, also 50%. Stärke erhöht euren physischen Nahkampfschaden außer mit Dolchen und Säbeln und eure physische Verteidigung. Dann hätten wir noch Magie. Erhöht euer Mana-Erholungsrate und magischen Zauberangriff. Und eure Erholungsrate wird im Kampf auf 25% verringert, aber wird beim Meditieren verdoppelt. Und dann haben wir noch die Geschicklichkeit, die wahrscheinlich für uns sehr, ich sag mal, wichtig ist. Erhöht euren Fernkampf und physischen Angriff mit Dolchen und Säbeln, Genauigkeit, Ausweichen, physische und magische Crit-Trefferrate. Ich würde sagen, das ist für uns wichtig. Aber bevor ich hier Punkte verteile, warte ich lieber nochmal auf euer Feedback, wie es da aussieht. Und... genauso sehe ich das mit den Skills hier. Gibt es nämlich, das habe ich mich letztens schon schlau gemacht so ein bisschen. Ein Buch, wo man halt Fähigkeiten drin hat. Erlernte Fähigkeiten und irgendwo konnte man doch da auch was auswählen, oder? Oder liege ich da falsch? Naja, egal, sehen wir ja später mal dann. So, wo wollte ich denn hin? Erstmal zum Bestienbild. Wo ist der denn? Göttliche Truhe. Ist das unsere Aufgabe hier, die Truhe zu looten? Was können wir hier überhaupt machen? Okay. War's das? Tatsächlich, das war das Bestie-Bild. Alles klar? Nun gut. Da guck dir diesen Charakter an. Sehr schönes Kostüm, sage ich mal. Sehr schöne Flügel. Ich hoffe, dass mein Archer irgendwann auch so aussehen wird. Das wäre voll geil. So, wo wollten wir hin? Zum älteren Schreiber. Der ist da hinten irgendwo. Da ist er. Hallöchen, ich bin wieder da. Muss mir schon stärkere Aufgaben geben, damit ich einen Meister finde. Ich denke mal, das kommt noch. Okay, er gibt keine Quest mehr. Seelenverbindung. 4, 3, was ist hier los? 2, 1, 0. Quest beendet. Ach so, ich dachte eben schon, hä? Muss ich irgendwas machen? Okay. So, geht zu 360,553. Das können wir auch noch machen. Aber erstmal will ich hier gucken, was ist das denn hier? Promotion Agentin. Punkte zurücksetzen, einlösen. Willkommen bei Perfect World International. Habt ihr ein Problem? Besucht die folgende Webseite. Ja gut, das ist klar. Quests. Ah, da können wir auch Codes einlösen und so, ne? Sehr schön. Oh, da ist es wieder. Guck mal. Oh, voll cool.
Wir müssen jetzt zu 360553. Das würde ich sagen, machen wir aber erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich jetzt erstmal fürs Zusehen. Und sage bis zur nächsten Folge. Macht es gut. Bis dahin. Und tschüss.